Hier haben wir Henning Tapper. Wir sind auf dem Weg nach Stuttgart, um ein neues Auto abzuholen. Henning, wie fühlst du dich an diesem Dienstagmorgen um 6 Uhr? Ja, ehrlich, Blöden. Bus. Und hörst du noch weiter weg von der Tankstelle parken können? Es gibt hier gar nichts. Doch, da hinten ist der Brötchen. Doch, da stehen Menschen. Einen wunderschönen guten Morgen. Kleines Update, Ladies and Gentlemen. Wir sind kurz vor Stuttgart, 12.36 Uhr. Um 13.10 Uhr kommen wir in Stuttgart an. Henning hat exakt das Benzin berechnet und richtig gerechnet. Der Service ist seit 21 Tagen fällig. Wir sind auf der Strecke, es regnet. Die LKWs sind am Start hier an der Seite. Sieht es noch trocken aus. Hier vorne sieht man aber die Regentropfen und die Scheibenwischer am Tänzeln. Henning ist an der Grenze, muss aber noch genauso viel zurückfahren. Der Kaffee ist bald leer, der Red Bull ist schon leer und er braucht eine Pause. Genau da müssen wir. Kannst du deine Tätowierung noch abdecken, wenn wir da gleich reingehen? Das Problem ist, ich glaube, die wissen nicht, dass ich keinen Führerschein habe. Ja, das wird immer spannend gleich, ne? Moin, Pascal Kerouche. Ja. Henning, wir haben es geschafft. Goodbye, wunderschönes Auto. Ich glaube, Henning ist aufgeregter als ich. Okay. Oha. Und was sagst du? Hey, hey, hey. Kann man machen, oder? Shit, ey. Der ist für Kühlung und der ist für Heizung. Das heißt, ich kann meinen Po von unten lüften, oder was? Ja. Ja. Henning, bist du happy mit deinem neuen Auto? Ich bin super zufrieden. Sehr schön. Passt zu mir. Mein Weihnachtsgeschenk für dich. Ich danke dir. So, während Henning jetzt sein Auto hat, gucken wir jetzt mein Auto an. Stimmt! Das war ja laut. Oha! Wir haben das Auto. Es ist brandneu. 14 Kilometer ist dieses Auto bisher erst gefahren. Ladies and Gentlemen, Tim, komm, sag irgendwas Kluges. Ich bin gut erzogen, mein Mund ist voll. Sehr gut. 131 Kilometer Sport-Plus-Modus anmachen. Und dann kann der Henning mal richtig auf die Tür drücken, wa? Yeah!